Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute möchte ich mit dir gemeinsam einen Fliegenpilz malen. Ich habe dir ja bereits in einem anderen Video gezeigt, wie du einen Steinpilz malen kannst. Und da dachte ich mir, können wir perfekt diese Reihe fortführen und machen heute weiter mit dem Fliegenpilz. Bevor es an die Aquarellfarben geht, starte ich aber erstmal mit meiner Skizze. Ich habe jetzt hier ein quadratisches Aquarellpapier und einen Druckbleistift und werde mir jetzt erstmal den Fliegenpilz vorzeichnen. Dieses Mal möchte ich, dass der Fliegenpilz auf einem kleinen Hang sitzt. Also es ist ein bisschen abschüssiger Boden und deshalb zeichne ich mir die Fläche, wo er draufstehen soll, schon mal ein. Auf meinen Boden kommt jetzt der Fliegenpilz. Da starte ich jetzt mit dem Köpfchen. Dafür skizziere ich mir jetzt im oberen Drittel einmal so eine Ellipsenform vor, die links und rechts so ein bisschen spitz zusammenläuft. Auf diese Ellipsenform setze ich jetzt ganz locker das Hütchen vom Fliegenpilz und mittig zu der Ellipse setze ich jetzt meinen Pilzstamm einmal. Der Pilzstamm besteht aus zwei Teilen, einmal so eine Art Hütchen, was direkt unter diesem Bereich hier liegt. Und unter dem Hütchen sitzt dann der dünnere Stamm. Alle Linien, die ich jetzt nicht mehr brauche, radiere ich schon mal weg, damit die mich nachher nicht stören. Wenn ich mit meiner Skizze zufrieden bin, kann es auch schon an die Aquarellfarben gehen. Ich habe jetzt hier einen großen Rundpinsel mir geschnappt, damit ich jetzt erstmal im Hintergrund so ein paar Farbflecken setzen kann, um dem Ganzen so eine Grundierung zu geben. Dabei werde ich jetzt zum einen den Hintergrund so ein ganz kleines bisschen bräunlich einfärben, dass es so aussieht, als ob der Hintergrund so ein bisschen wie der Hintergrund eines Waldes ist. Und ich werde zusätzlich auch meinen Boden so ein bisschen vorgrundieren. Ich starte jetzt einfach mal mit ein wenig Blau. Dafür kann ich mir jetzt einmal hier in meinem Farbkasten ein kleines bisschen von diesem Bergblau anmischen, in einem sehr, sehr hellen Ton. Das heißt viel Wasser, wenig Pigment. Und mit diesem Farbton kann ich jetzt einmal hier so ein, zwei blaue Flecken mit einem ganz flachen Pinsel auf mein Papier geben. Dadurch, dass ich den Pinsel zu flach halte, werden diese Flecken schön grob und schön frei und ungrafisch. Mit einem zweiten Farbton, in dem Fall jetzt einem Braunton, mache ich weiter. Wieder nehme ich mir einen ganz, ganz hellen Ton von meinem Braun und kann jetzt hier so ein kleines bisschen über meinen Boden drüber gehen. Auch hier halte ich den Pinsel wieder schön flach, damit ich so unregelmäßige Kanten nach unten bekomme. Und zusätzlich gehe ich mit einem ganz hellen Braunton, vielleicht sogar noch einen Ticken heller als für meinen Boden, auch nochmal so ein ganz bisschen hier in den Hintergrund rein, damit das so ein bisschen nach einer tiefen Unschärfe aussieht. Zusätzlich zu diesem kalten Braun kann ich jetzt zum Beispiel auch ein wenig von meinem Goldbraun noch hinterhergeben. Da gehe ich aber auch wirklich nur mit der Pinselspitze so ein bisschen in meine Farbe rein und tupfe mir hier und da noch so ein bisschen von der goldbraunen Farbe. Und zusätzlich, was auch immer super schön aussieht, wenn ich natürlich ein bisschen Grün mit einarbeite. Ich würde zum Beispiel jetzt ein wenig von meinem Goldgrün noch hinzufügen. Auch hier gehe ich jetzt nur mit der Pinselspitze in mein Farbnäpfchen rein, damit ich jetzt nicht zu viel Farbe aufnehme, sondern wirklich nur so ein bisschen hochpigmentierte an meiner Pinselspitze und kann jetzt hier auch so ein kleines bisschen an ein, zwei Stellen schon mal Grün reintupfen.
Und den Hintergrund lassen wir jetzt erstmal so trocknen. Mein Hintergrund ist jetzt richtig gut getrocknet und ich habe mir jetzt schon so ein wenig meine Bleistiftlinien etwas heller radiert, damit die mich nachher nicht mehr stören. Und mache jetzt weiter mit dem knallroten Köpfchen meines Fliegenpilzes. Dafür nehme ich mir jetzt einen etwas kleineren Pinsel als eben und eine schöne rote Farbe, in dem Fall das Permanentrot-Orange. Da kann ich mir jetzt einen richtig schönen hochpigmentierten Ton einmal direkt aus dem Näpfchen nehmen, denn der Hauptfokus in diesem Bild wird ja so oder so das Fliegenpilzköpfchen sein, weil das der einzig knallige Punkt in unserem Bild ist. Und ich kann mir jetzt einfach hier einmal mit der sehr kräftigen roten Farbe das ganze Köpfchen ausmalen. Für eine ganz leichte Schattierung werde ich jetzt noch mein zweites Rot einmal nehmen, ebenfalls direkt aus dem Näpfchen, richtig hochpigmentiert und auch nur mit der Pinselspitze. Und mit dem dunkleren Rot kann ich nämlich jetzt an die linke Seite ein kleines bisschen noch Akzente setzen. Und so wirkt die Fläche nicht mehr monoton, sondern das Ganze wird so ein bisschen interessanter. Weiter geht's mit unserem Stamm. Dafür mische ich mir jetzt einen kleinen Gelbton mit einem Braunton zusammen. Diese beiden hier, das Sepiabraun und das Chinacridon Goldton Gelb. Jetzt brauche ich in dem Fall einen ganz, ganz, ganz hellen Ton. Das bedeutet, ich nehme mir wirklich nur einen Ticken von meinem Gelb hier, gebe das hier in meine braune Fläche und verdünne das Ganze nochmal mit richtig viel Wasser. Denn der Stamm soll jetzt eigentlich relativ weiß bleiben. Ich werde mit diesem Farbton jetzt nur auf der linken Seite und unter dem Hütchen so ein bisschen Akzente setzen, damit der Stamm später so ein bisschen plastischer aussieht. Ich lasse aber bewusst auf der rechten Seite auch weiße Stellen stehen, damit das Ganze später so richtig schön hervorsticht. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht in die rote Farbe mit reingehe, sonst zerläuft alles. Das heißt, ich halte so einen kleinen Sicherheitsabstand. Und so habe ich jetzt schon mal die erste Farbschicht aufgetragen. Als nächstes kann ich so ein Ticken dunkler werden. Dafür nehme ich mir jetzt noch einen dünneren Pinsel. Das ist jetzt hier so ein ganz feiner Schlepperpinsel. Und gehe nochmal in meine Brauntöne rein. Nur mit der Pinselspitze. Und kann jetzt so ein bisschen mehr schattieren, weil das Ganze jetzt hier noch nass ist. Gehe ich hin. Und kann so ein bisschen an manchen Stellen, wo das Ganze dunkler sein soll, hier und da Farbe reintupfen. Vor allem natürlich auf der linken Seite und unter dem Hütchen, da wo am meisten Schatten ist. Neben dem Braun, was ich gerade verwende, nehme ich mir aber auch noch ein bisschen Neutraltinte, also einen Grauton, ebenfalls nur mit der Pinselspitze und nicht zu dunkel. Und kann dann auch hier mit dem Grau ein wenig schattieren. Und dadurch, dass ich jetzt Braun und Grau so ein bisschen mische, wirkt das Ganze viel, viel dynamischer und nicht so eintönig.
Den Stamm lasse ich jetzt auch erstmal ein bisschen trocknen und mache weiter mit dem Boden. Der Boden soll jetzt noch richtig dunkel werden, damit er sich auch schön vom Hintergrund abhebt. Dafür nehme ich mir jetzt einfach nochmal meinen Vierer-Rundpinsel und werde jetzt mit drei verschiedenen Farbtönen ein bisschen hin und her tupfen. Ich starte mit meinem Sepiabraun und hole mir hier aus dem Näpfchen einen schön hochpigmentierten Ton. Das kann jetzt ruhig so ein bisschen dunkler werden. Der Pinsel ist richtig schön vollgesogen gerade. Und jetzt gehe ich hin und kann mit der Pinselspitze und mit dem ganzen Pinselbauch, indem ich den ganz aufdrücke, so ein paar Unregelmäßigkeiten auf den Waldboden setzen. Und dadurch, dass ich den so richtig schön übers Papier kratzen lasse, entstehen jetzt hier so richtig schöne Schlieren, die so ein bisschen an Erde erinnern. Und damit mache ich mir das Ganze richtig schön einfach. Neben dem Braunton nehme ich mir jetzt aber auch noch mal ein bisschen von meinem Lasurgoldgrün. Da gehe ich auch so ein bisschen hier ins Näpfchen rein und tupfe mit der Pinselspitze ein bisschen zwischen dem Braun hier und da entlang. Und ich gehe auch noch mal in mein Olivgrün. Und gebe auch hier noch etwas Farbe hinzu und durch diese verschiedenen Farbtöne wirkt der Boden jetzt richtig schön lebendig und natürlich. Zusätzlich zu meinem Boden kann ich jetzt mit einem ganz feinen Rundpinsel einige Grashalme noch ergänzen. Dafür nehme ich mir jetzt auch wieder irgendein Grün, zum Beispiel hier das Olivgrün, in einem nicht zu dunklen Ton, weil wir starten jetzt erstmal mit ein paar helleren Grashalmen. Dafür halte ich den Pinsel relativ aufrecht, damit wirklich nur die Pinselspitze auf das Papier kommt. Und dann kann ich mit schnellen Bewegungen mir ganz feine Grashalme so ein bisschen aus dem Boden nach oben ziehen. Eventuell ziehe ich dadurch auch ein bisschen von der braunen Farbe nach oben. Das ist aber gar nicht schlimm. Das sieht sogar richtig schön aus. Also da müssen wir jetzt auch nicht warten, bis irgendwas getrocknet ist, sondern da male ich jetzt einfach so schön drüber. Dabei achte ich darauf, dass manche Grashalme so richtig schön hell werden. Zum Beispiel hier ist mein Pinsel jetzt schon so ein bisschen getrocknet. Dadurch werden die Grashalme jetzt ganz hell im Hintergrund. Und dann gehe ich aber auch nochmal in mein Pigment rein. Zum Beispiel kann ich mir jetzt auch mal einen etwas dunkleren Grünton schnappen, zum Beispiel das Pyrrhelengrün, damit das Ganze noch dunkler wird. Und kann mit der Pinselspitze jetzt noch so ein paar sehr dunkle Grashalme hinzufügen, damit ich auch hier einen schönen Kontrastwert habe. Unser Boden ist damit fertig und was jetzt noch fehlt, sind die ganzen Details auf unserem Fliegenpilz, damit er jetzt so richtig schön lebendig wird. Dafür starte ich einfach mit dem Stamm wieder und nehme mir einen feinen Rundpinsel, den ich gerade auch für die Gräser benutzt habe und werde jetzt mit einem Braunton noch einige Details ergänzen, wie zum Beispiel einige kleine Punkte hier und da. Ich kann so ein paar ganz feine Linien nach oben ziehen, die so ein bisschen wie eine Maserung aussehen. Wenn der Pinsel schon so leicht trocken ist, kann ich zum Beispiel auch mal hier und da so ein bisschen Schliere auf meinen Pinsel setzen.
Und ich kann eventuell auch nochmal an den Stellen, wo richtig dunkler Schatten sein soll, mit ein wenig Neutraltinte die Schatten nochmal ein wenig verstärken. Zum Beispiel würde ich das machen hier unter dem Hütchen. Oder zum Beispiel unter unserem Käppchen können wir auch noch so ganz bisschen Schatten setzen, damit sich das noch mal ein bisschen weiter nach vorne stülpt. Eventuell kannst du auch noch mal mit einem helleren Grauton, also ein bisschen mehr Wasser wieder zur Mischung hinzufügen, noch mal einige Stellen insgesamt etwas abdunkeln, je nachdem, wie viel Kontrast du bereits hast. Ich werde jetzt hier zum Beispiel ein bisschen mit einem ganz hellen Grau nochmal unter das Hütchen gehen, an der linken Seite und auch hier nochmal am Stamm nochmal ein bisschen dunkler schattieren. Im allerletzten Schritt werden wir jetzt noch ein paar weiße Punkte auf unseren Fliegenpilz hinzufügen. Das können wir mit Aquarellfarben natürlich nicht machen, weil Aquarellfarben transparente Farben sind. Deshalb brauchen wir an der Stelle Deckweiß oder Gouachefarbe. Ich habe jetzt hier einmal ein Deckweiß von Schminke und eine kleine Keramikpalette und da gebe ich mir jetzt einfach ein ganz kleines bisschen Weiß rein. Das Gute an Gouachefarben ist, dass auch wenn die nachher durchtrocknen, kannst du die auch mit Wasser wieder aktivieren. Das heißt, hier geht nichts verloren, man kann die jederzeit nochmal benutzen. Und nehme jetzt hier so einen ganz feinen Rundpinsel und ohne den Pinsel zu sehr nass zu machen, gehe ich jetzt hier in meine Gouachefarbe rein und setze mir auf meinen Fliegenpilz ein paar weiße Flecken. Und fertig ist mein wunderschöner kleiner Fliegenpilz. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Diesen Pilz kannst du dir jetzt wunderschön in deine Küche hängen oder direkt neben diesen Steinpilz, den du ja in einem anderen Video von uns ebenfalls malen kannst. Abonnier gerne unseren Kanal. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es nämlich eine neue kleine Malanleitung von uns. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Kreativsein.